Ja, wie hast du deine Mannschaft eingestimmt auch auf dieses Spiel? Ja, erstmal bin ich kein Erfolgscoach, sondern wir sind eine Erfolgsmannschaft. Wir arbeiten jedes Training hart dafür, dass wir am Wochenende belohnt werden. Das haben wir auch in dieser Woche gemacht. Von daher ist die Mannschaft, herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, die hat das heute toll umgesetzt, das, was wir uns halt vorgenommen haben. Ja, im ersten Viertel hat uns so ein bisschen der Zugriff in der Defense gefehlt. Da haben wir 21 Punkte zugelassen, teilweise auch einfache Punkte. Das ist uns halt im zweiten und dritten Viertel viel besser gelungen. Da haben wir insgesamt nur 30 zugelassen, selber 50 gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen in der Verteidigungsarbeit. Ich finde, dass wir das Spiel dann ab dem dritten Viertel kontrolliert haben. Ich war mir sicher, dass wir das Spiel am Ende auch gewinnen. Kann sich dann als Trainer entscheiden. Möchtest du gerne gegen Dorsten mit 20 oder mit höherer Punktzahl gewinnen oder möchtest du deinen jungen Spielern halt auch Spielzeit gewährleisten? Und am Ende des Tages ist natürlich wichtig, dass unsere jungen Spieler auch spielen, damit die sich dementsprechend auch weiterentwickeln können. Aber ich finde, meiner Meinung nach haben wir das Ganze. Coach, du bist die geil, du bist eine geile Sau. Herden, ihr seid alle geil. Das Ende der Frage. Vorbei! Dazu muss man sagen, wir hatten heute das Rebound-Duell ganz deutlich gewonnen. Das ist auch immer so ein kleines Etappenziel, was wir uns vor jedem Spiel eben setzen, dass wir das gewinnen wollen. Das ist uns auch sehr gut gelungen und natürlich 21 Assists. Also seit ich hier Trainer bin, kann ich mich nicht an 21 Assists erinnern. Ich glaube, in der kompletten letzten Hinrunde hatten wir, glaube ich, 21 insgesamt. Von daher war das schon ganz ordentlich heute. Wir haben gut als Team gespielt, wir haben den Besserpostierten gesehen, da waren echt schöne Spielzüge dabei. Und ja, auf Dorsener Seite nur 9 Assists. Also haben wir, glaube ich, ganz gut viele Einzelaktionen auch am Ende von Dorsten. Ich denke, das hat uns auch so ein bisschen mit reingespielt, dass wir dann am Ende erfolgreich sein konnten. Vielen Dank, Cedric, für die Worte. Genau, das darf auch mal geklatscht werden. Genau, also zum einen Stichwort ja nochmal ganz wichtig, auch so Einbindung der jungen Spieler. Das war ja schon angekündigt, dass das Konzept für diese Saison sein soll. Und heute hat es ja gut funktioniert. Das sieht man auch an den Spielzeiten halt dann in der Statistik. Und eben auch, du sagtest es ja direkt, ne, du bist nicht der Erfolgscoach, sondern das Team ist das und halt dieses mannschaftsdienliche Spiel ganz wichtig durch die vielen Assists. So, dann vielleicht schon, ich weiß nicht, wenn zu dem Spiel, dann fragen wir nochmal direkt, gibt es dazu noch Fragen jetzt hier, Nachfragen zu der Partie heute hier? Kleines Derby, weil sonst würde ich schon mal direkt gehen aufs große Derby, das mit Spannung erwartet wird. Also, ich sehe keine Fragen. Dann mal so der Ausblick, Recklinghausen nächste Woche. Ja, wie sieht's aus? Wie stimmst du deine Mannschaft auf dieses Derby jetzt ein? Ich glaube, dass die Jungs wissen, wie wichtig das Spiel halt für uns Herdner ist oder auch für die Fans, für die Stadt. Ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr so viel machen, um die Jungs heiß zu machen für dieses Spiel. Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Dienstag schon relativ früh trainieren. Wir trainieren schon um 13 Uhr und werden dann gemeinsam als Teambuilding-Maßnahme, wenn wir dann uns das Spiel Recklinghausen angucken, die spielen gegen Düsseldorf. Bis dahin ist das Scouting fertig, dann gebe ich jedem Spieler so einen kleinen Zettel mit, dann können die sich schon mal die Plays angucken, wie wir dagegen verteidigen wollen. Und so bereiten wir uns halt dann die Woche vor. Und dann hoffen wir auf eine ähnliche volle Hütte hier, auf eine ähnliche Unterstützung. Denn mit euch als sechster Mann fällt es uns auch einfach, Spiele zu bestreiten und auch zu gewinnen. Und wir brauchen euch auf jeden Fall am Samstag. Jetzt bin ich neugierig, also zum einen weiß ich nicht, ob ich jetzt also 13 Uhr Dienstag schon, wie macht das die Mannschaft? Also schafft das dann jeder 13 Uhr, geht das? Und das nächste, zweite Frage direkt vorweg, dann kannst du alles. Recklinghausen spielt denn am Dienstagabend gegen Düsseldorf? Also Dienstag ist Feiertag, von daher muss keiner meiner Spieler halt arbeiten oder zur Uni gehen oder sonstige Geschichten. Von daher trainieren wir halt relativ früh und dann halt gehen wir zum Spiel. Und wir haben kein Spiel, weil wir eigentlich gegen die Westfalen Mustangs hätten spielen sollen. Zu meiner Errettung sei gesagt, dass ich ab Montag Urlaub habe. Also von daher kann mir der Feiertag ja schon mal durchgehen. So, ja, danke schön für den Hinweis. Also schon am Feiertag freundlich. Sonst noch bist du morgen auch dabei. 18 Uhr Lukirushalle. Ja, ich brauche noch so 5 Monate, bis ich spielen kann, weil ich, wie gesagt, ich hatte ja einen Kreuzbandriss durch meine Aktion da beim Jubeln. Ich hoffe, dass ich am Samstag werde ich mir irgendwie so einen Anschnaller holen, dass ich nicht hochspringe. Dann müssen die Jungs so ein bisschen das Jubeln unternehmen. Ich werde als
Klar, ich werde die Mannschaft unterstützen, werde auf der Bank sitzen, aber ich werde leider nicht spielen können, weil das leider noch 5 Monate dauert. In diesem Sinne, oder? Sagen wir schönen Abend. Oder gibt es noch Fragen? Nein, anscheinend nicht. Also morgen 18 Uhr dann schon mal in die Lugiro-Schule kommen und nächsten Samstag 19.30 Uhr hier zum Gabi. Cedric hat das letzte Wort. Ja, erstmal müsst ihr um 14 Uhr in die Lugiro-Halle kommen, weil da spielt meine Mannschaft die U14 weiblich. Und dann könnt ihr da einfach bleiben, dann spielt die U12-2 und dann spielt die 6. gegen die 5. Also ein schöner Tag in der Lugiro-Schule. Kommt alle vorbei, wir würden uns sehr freuen. Dankeschön, schönen Abend für euch. Wir sehen uns Samstag. Ciao, ciao. Und einen schönen Feiertag natürlich, ne?